Lena! Lena! Wo hat sie sich nur wieder versteckt? Kuckuck! Ach, da! Ich habe keine Lust, Verstecken zu spielen. Na gut, machen wir etwas anderes. Hey, da ist Lilu! Was schwimmt denn der so komisch? Schwertfische sind doch eigentlich total schnelle Schwimmer. Ich habe Lilu noch nie so herumtorkeln sehen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Lilu, ist alles okay mit dir? Jetzt dreht er sich auch noch auf dem Rücken. Das ist gar nicht gut bei Fischen. Los, pack mit an. Er muss sofort zum Arzt. Ganz schnell. Aus dem Weg. Das ist ein Notfall. Lena und Anna mit Lilu. Oh je, ob der arme Fisch sich wohl verletzt hat? Den Verband immer schön dran lassen, dann wird dein Arm bald wieder gut sein. Danke, Herr Doktor. Na na, nicht so stürmisch. Was platzt dir denn so herein, Kinder? Ein Notfall. Er benimmt sich ganz komisch. Ja, er ist nur komisch durchs Wasser getaumelt. Aha. Ja, es geht ihm tatsächlich nicht gut. Die Lampe bitte. Oh nein, was hat er denn? Ich muss ihn mal noch etwas genauer betrachten. Euer kleiner Freund hat eine Vergiftung. Was? Eine Vergiftung? Der Arme. Werden wir ihn wieder gesund machen können? Genau weiß ich es nicht. Aber ich werde es probieren. Ich mische ihm sofort eine Medizin. Er muss zunächst auf jeden Fall bei mir hier bleiben. Dann kann ich ihn gut beobachten. Am besten, er kommt ihn ein anderes Mal wieder besuchen. Er braucht jetzt Ruhe. In Ordnung, auf Wiedersehen. Tschüss, Lilu, erhol dich gut und gute Besserung. Hallo, Finn. Hallo, was ist mit Lilu? Ist er krank? Ja, er hat eine Vergiftung. Was? Womit hat er sich denn vergiftet? Das wissen wir nicht. Ich habe kürzlich ein paar seltsame Menschen beobachtet. Sie sahen irgendwie gefährlich und ganz schön böse aus. Hoffentlich haben die ihm nichts angetan. Wo war denn das? Kommt mit, ich zeig's euch. Es war gleich hier drüben, hinter dem Felsen. Oh Mann, das sind ja lauter Fässer. Was kommt denn da raus? Auf dem einen Fass ist ein Totenkopf. Das bedeutet, dass es giftig ist. Wer legt denn sowas bei uns im Meer ab? Keine Ahnung, aber bestimmt hat Lilu davon etwas abbekommen. Halt, stopp! Ihr dürft hier nicht weiterschwimmen. Da vorne liegen giftige Fässer im Meer. Geht nicht hin, ihr werdet sonst krank. Wir müssen dafür sorgen, dass das Zeug wegkommt, bevor sich noch mehr Fische daran vergiften. Oder wir selbst krank werden. Ja, wir müssen die Fässer von hier wegschaffen. Genau. Die Meereskönigin, die weiß bestimmt, was wir machen könnten. Ja. Schwimmen wir zu ihr. Wir sind gleich da. Da bewacht aber ein großer Hai den Eingang. Was wollt ihr? Wir müssen dringend der Meereskönigin was berichten. Ja, es ist was passiert und das muss sie wissen. Hallo Kinder, kommt herein. Danke. Lena, Anna, Finn, was führt euch zu mir? Böse Menschen haben giftige Fässer im Meer abgeladen. Unser Freund Lilo Schwertfisch hat sich bereits daran vergiftet. Das ist ja unerhört. Ich werde mich sofort persönlich darum kümmern. Wir müssen die Fässer unbedingt wegbringen. Wir werden meinen Rochen mitnehmen. Er kann ein Fass ins Schlepptau nehmen und am Strand abladen. Da werden die guten Menschen bestimmt darauf aufmerksam und werden sich darum kümmern. Macht den Rochen startklar. Ihr Kinder könnt mit ihm schwimmen. Ich nehme die Schneckengondel. Stopp!
ist es. Das ist ja wirklich nicht zu glauben. Los, wir müssen schnell handeln. Mach dich an die Arbeit, bring ein Fass an den Strand. Und ihr solltet jetzt besser auch gehen. Da können wir nur hoffen, dass tatsächlich jemand auf das Problem aufmerksam wird. Jetzt esst mal etwas. Ihr habt doch bestimmt Hunger. Ja. Es tut sich was bei den Fässern. Ich habe ein Boot und Taucher gesehen. Hoffentlich bringen die nicht noch mehr Fässer. Das will ich sehen. Wir müssen los, Mama. Aber das Essen. Siehst du was, Lena? Ja, die Fässer werden tatsächlich aufgeladen. Und jetzt macht der Taucher den Meeresboden sauber. Bin ich froh, dass das giftige Zeugs weg ist. Ich auch. Hey, wir sollten mal schauen, wie es Lilo geht. Stimmt, los geht's. Schau mal, mein Kleiner, wer da kommt. Lilo! Geht es dir wieder besser? Er ist schon fast wieder gesund. Oh, toll! Toll, dass ihr so schnell reagiert habt. Komm, Anna, wir sollten jetzt auch schnell nach Hause schwimmen. Ich hab so Hunger. Guten Morgen. Hallo. Oh, was hab ich denn da geträumt? Guten Morgen, Lena. Hallo, Papa. Ich hab dir doch gestern von den giftigen Fässern im Meer erzählt. Heute steht in der Zeitung, dass sie zwischenzeitlich alle bergen konnten. Schau hier. Das weiß ich schon. Ja, die Zeitung ist doch gerade erst erschienen. Hab ich geträumt. Wir hoffen, euch hat die Geschichte gefallen. Wenn ihr unsere erste Meerjungfrauengeschichte noch einmal anschauen wollt, dann könnt ihr das Video gleich hier links auswählen. Wenn ihr lieber etwas anderes schaut, dann sind hier rechts noch zwei andere Vorschläge für euch. Bis bald, tschüss!